Oh, gescheit. Das Auto aber auch schon mal schneller, oder? Scheiß Sack. Das ist so ein Öko-Auto. Ah, so Elektro oder so. Nee, so geht langsam der Strom aus. Oh, das ist am Ende das E10, das nicht kompatibel. Ja, du hast schon voll viele Zombies übersehen. Wir sind hier nicht da, um Zombies zu töten, sondern um Leben zu retten. Jetzt werdet mal erwachsen und vernünftig. Wir retten doch Leben, indem wir die Zombies töten. Boah, ich bin sowieso ewig in die Kurve geslidet. Was sowas? Mann, ich bin voll der Gott. Ich bin ja dafür, dass wir die Insel nicht verlassen, sondern einfach säubern und für uns konvertieren. Oder annektieren. Also ich bin dafür, dass wir einen Zombie-Butler machen. Ist ja viel cooler. Oder so ein Zombie, der mit uns Playstation spielt, wie bei Shaun of the Dead. Ja, das wäre cool. Oder halt Zombie-Butler. Ein Butler? Ein Butler. Nee, ein Zombie-Butler ist die absolute Hyper-Erfindung. Ja, und dann bei die brauchst du nicht bezahlen, die kriegen Maulkorb. Die müssen nur mit Fleisch irgendwie... Ja, das war's. Das ist der Anfüttern und zügig macht. Sieht so lustig aus, wenn die Leute hier fahren, die sehen so steif aus dabei. Ja, hat einen steif. Ach. Narb. So, jetzt nimmt sich jeder mal ein Tütchen hier und dann geht's los. Auf Pocket. Wohin? Tütchen auf, drüber. Wir brauchen nur noch zwei, aber ist egal. Wir sind der Saftlieferant. Viel Spaß beim Liefern, der Saft wird hier unten angeliefert übrigens. Aber egal. Was? Ich habe meinen schon abgeliefert. Da kann ich ja meinen dir ins Gesicht werfen, oder? Aha. Sind nur zwei Plätze. Ach, herrlich. Endlich mal so eine Tüte Saft in die Fresse hauen. Jetzt aber hoch, oder? Jetzt aber zu dem zentonierten Typen. Manui oder wie was da stand. Oder wie der auch heißt. Cinnamon. Sind wir neu, ja genau. Das klingt wie ein scheiß exotisches Bier. Vielleicht ist er ein scheiß exotischer Bierbrauer. Das ist nur Hoffnung. Das ist nur, was ich helfen für. Yeah, Cash. Ja, Pütti. Ja, was geht dann? Ja, selbst Pütti. Und hallo. Nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter. Who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it, but I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Oh, jo, so. In die Stadt, da sind sicherlich ganz viele Zombies. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. Die Stadt macht nichts Spaß. We can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. You get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Yo ho. Denn voll die Action hält. Stimmt. Ich hab schon voll Angst. Ich muss erstmal ein bisschen Geld jetzt hier Dings Zeug verkaufen. Brauche ich noch Energy Drinks? Dingsen. Dingsen Bumsens hier, weiß ich. Da. Ja, ich laufe gegen die Wand. Ich kann nicht mehr über Geländer springen. Haha. Das ist nicht mehr. Oh, ich möchte den grausamen Messingschlagring gerne haben, aber der kostet zu viel Geld. Grausamer Messingschlag in der Darmverknotung. Nee, das gibt explosives Diarrhoe, wenn du einem damit in den Bauch haust. Ich verkaufe jetzt mein schweres Rohr, ich habe zwei. So, Pipi gemacht. Ich habe einen strafenden Stock. Ein strafender Stock. Alter, wie kommt das so klar, ey? Der Stock der Bestrafung wird dich auf dich niedersausen. Mein Stock, er bestraft dich. Das ist jetzt bestrafe mich. Ich habe den grausamen Messing-Schlagring mir geholt, weil der Schlagring ist voll cool. Ich habe einen heftigen Messing-Schlagring.
Ich habe einen grausamen. Ich habe den voll kräftigen. Meiner ist dafür kräftig grausam. Und meiner ist grausamer kräftig. So. Ja, du bist mir echt über, glaube ich. Meiner ist so kräftig und grausam, wie er grausam und kräftig ist. Was? Alter, meiner ist so aus Messing, dass er schon fast wieder aus Stahl ist. Meiner ist so massiver Messing, dass er schon wieder nicht Messing ist. Ihr habt eine Logik. Wie, ihr habt diese Tür hier noch nicht gemacht bei dem Arzt? Was ist mit euch los? Das ist eine Mini-Quest, die kannst du innerhalb von 30 Sekunden machen. Ja. Guck mal hier, mein Baseballschläger, der hat jetzt so einen Lappen außenrum, damit schmeichelt er besser mein Handgelenk, wenn ich Zombie-Schädel einschlage. Ja, macht einen schlanken Fuß, so wie es aussieht, ne? Achso, das ist ein scheiß Aufbrechding da. Yeah, I'll give you a hand. Genau. Und die Tussi liegt hier rum wie eine Tote und der Bikini ist viel zu klein. Yeah, baby. Wie wär's mit uns beiden? Die kann sich jetzt momentan noch nicht wehren. Aber später kannst du. Guck mal hier. Sonderschüler an der Tür. So sieht es aus. Klinke mal unten. Nein. Guck mal, das sieht richtig wie so ein Behinderter, ist in die Tür reingesprungen. Wow. Da kommt ein Zombie. Damit habe ich nicht gerechnet. Und? Schlagring ist gut. Schlagring ist schnell. Schlagring ist fein. Ich mache jetzt Überleben als Skill. Regeneriert 10% Gesundheit pro Minute. Wow. Und dann später kann man nämlich dann auch die Dietriche erforschen. Dann kann man die Kisten öffnen. Wow. Und was mache ich überhaupt? Raserei mache ich, ja genau. Hab ich noch nie benutzt? Inside you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. Pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Oh yeah. Sure. We'd all be 6 feet under by now. Bloody walking corpses. So, no? Jetzt machen wir mal den Job, den er dafür uns hat. Nein, die haben voll viele Quests hier alle. Ja, wir machen so eins am anderen, sonst kriegt man ja gar nicht mal durch. Ach, die nimmt man einfach alle an und fängt dann einfach oben an und arbeitet sich nach unten durch. Sind ja alle aufgelistet. Da kann man nicht viele auch auf dem Weg machen, eventuell. Alle auf einmal und dann alle abgeben. Ja, aber wir sind umständlich. Das scheint mir auch so. Die Frau ist schon umständlich. Eine außerirdische Seuche bleibt eine Seuche. Ja. Ja, warte mal kurz, welche Mission haben wir jetzt? Eine Tasche voller Leben, der Wasserdampf, der vergriffen und voneinander hindert. Dann würde ich mal sagen, drücken wir einfach mal wieder hier den Linien. Das wäre ja die Hauptmission. Machen wir die Hauptmission. Wie? Ihr macht die Hauptmission und nicht die Nebenmission? Am Ende gehen die verloren, wenn die Hauptmission... Wie kann ich denn eine Nebenmission denn überhaupt auswählen? Ja, die sind noch da drunter. Oh, das sagt er gar nicht. Ja, aber also, ich kann die gar nicht auswählen. Hier, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Naja, ich weiß, bei mir sagt er auch, es geht nicht. Geht nicht. Ja, nee, das geht ja nicht. Ja, das kann man halt so nebenher machen, ohne auswählen. Das ist ja nicht gut. Yo, nigga, bro. Also eine wüsste ich, hier einfach jetzt runter. Eine Nebenmission. Wie, jetzt hier runter? Also nee, hier da geradeaus, da wo dieser Zaun kaputt ist, da runter. Da gibt's, also jetzt durchstraßen. Ja, hier gibt's eine Nebenmission. Ah, das geht. Guck mal, kann ich mal hier durchfetzen? Was ist für ein Schrott? Hier unten, gibt's nämlich eine, die wir noch gar nicht angenommen haben. Wahrscheinlich können wir die gar nicht machen. Aber diese Tussi hier, die braucht Hilfe. Die Jessica Nelson. Jessica Nelson? Der große Brust, ich helfe hier. Okay, fahr ich mal rein. Ah, nein, ich fahr lieber raus. My husband. He's bleeding. Can you help us? Nö. Can you help us? Da lass ich dann doch lieber die Finger von weg.